Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats April. Und das wird ein guter Monat, vor allem für Schütze-Singles, denn kreative und verspielte Affären helfen euch, eure momentanen Sorgen und euren Druck zu vergessen. Heikler wird es, wenn ihr gebunden seid und Verpflichtungen habt, denn im Grunde wollt ihr Freiraum und Spaß. Da gibt's nur eins, da müssen Kompromisse her. Bevor wir darauf gleich näher eingehen, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas zu verlosen gibt. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt zu euren Konstellationen, zum Erlebnishintergrund, zu den Konstellationen, die lange auf euch einwirken. Und da fällt als erstes auf, hier groß prangt Lilith bei euch im Zeichen Schütze, für euch im ersten Haus. Und das ist eine spannende Konstellation, denn die bringt euch in Kontakt mit eurer inneren Göttin, mit eurer inneren wilden und kratzbürstigen Seite, die ihr vielleicht gerne mal ausleben wollt. Das passt eigentlich ganz gut zum Zeichen Schütze, weil der Schütze selbst auch was Wildes hat, auch wenn er immer sehr charmant ist. Aber der möchte sich auch ausleben, hat oft eine sehr starke Verbindung zur Natur und auch zu Tieren. Und das passt eigentlich sehr gut zur Energie von Lilith. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das ja mal näher erforschen. Ich habe zu dem Thema ja auch ein Buch geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Vielleicht ist das für euch von Interesse, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber das ist eine tolle Zeit, um eben die innere Lilith zu erforschen. Und für Schütze Männer ist es eine interessante Zeit auch, um der inneren Göttin in einer Frau im Außen zu begegnen. Also diejenigen von euch Schütze Männern, die sich für starke und interessante und kreative und eben auch ein bisschen kratzbürstige Frauen interessieren, die man auch erstmal mit viel Arbeit erobern muss, die kommen jetzt auf ihre Kosten. Und dieser Aspekt wirkt in diesem Monat ganz besonders auf die Geburtstagskinder vom 26. November bis 3. Dezember. Ja, dann gibt es das Quadrat Neptun. Das ist jetzt nicht ganz so schön, dieser Aspekt, denn der bringt Verwirrung und Vertrauensprobleme. Neptun ist ja an sich der Romantikplanet. Es kann eben auch sein, dass einige von euch in Dreiecksgeschichten verwickelt sind, eine heimliche Affäre am Laufen haben oder vielleicht auch jemanden kennengelernt haben, wo sich rausstellt, der ist eigentlich schon gebunden. Das sind so Geschichten mit Neptun-Quadrat. Man kann euch missverstehen. Also ihr müsst jetzt auch wirklich darauf achten, dass ihr euch sehr klar ausdrückt, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Oder eben zumindest, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr vielleicht da noch irgendwas heimlich am Laufen habt. Schützen verdrängen auch ganz gerne mal. Also es ist ja egal, wen ihr nach außen vielleicht täuscht. Das Wichtigste ist zunächst mal, dass ihr euch selbst nicht täuscht. Also ihr müsst selber in euch wissen, was Sache ist, damit ihr euch dann eben auch überlegen könnt, wie ihr damit umgehen wollt. Und das steht für euch im vierten Haus, viertes Haus, auch das Haus der Familie. Das heißt, Neptun kann auch anzeigen, dass da vielleicht jemand bedürftig ist. Ist ja auch der Planet der Hilfe und der Schwäche auch. Also es kann auch ein Familienmitglied vorhanden sein, was schwach ist und der Pflege und der Hilfe bedarf und euch dadurch eben ablenkt und verwirrt von dem, was ihr eigentlich tun wollt. Oder vielleicht wollt ihr das eben auch nicht zeigen, ne? Und das kann dadurch auch dann eben zu Belastungen in Beziehungen führen. Also das sind die Themen, die damit angesprochen sind, und betroffen sind in erster Linie die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. Dezember. Die haben dieses Quadrat eben jetzt auf der Sonne stehen und sind vielleicht insgesamt etwas verwirrt. Dann haben wir, sehr schön für euch, einen guten Aspekt zu Jupiter. Das ist das Sextil, der steht hier für euch super. Zur Schützesonne ist euer Herrscherplanet. Das ist also schon mal top. Da kriegt ihr eine gute Energie. Aber der steht ja eben nun in Spannung zum Pluto und deutet Geldprobleme an. Und weil der Pluto auch noch bei euch im Geldhaus steht, kann das für euch, also kann das euch schon sehr stark betreffen, das Thema. Jupiter im Haus der Freundschaft, da hätten wir also vielleicht das Thema, dass ein Freund, der es durchaus gut meint mit euch, ne, Jupiter sind wohlmeinende Freunde, vielleicht aber ein Geheimnis, vielleicht ein finanzielles ausplaudert oder dass da eine Geldsache läuft, die ihr mit einem Freund habt. Hat der euch Geld geliehen? Habt ihr dem Geld geliehen? Die eben euch oder dann auch eure Beziehung belastet. Das müsst ihr euch dann mal anschauen. Und das betrifft die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und 13. Dezember Geburtstag haben. Gut für euch steht auch Aufregungsplanet Uranus.
Der steht hier im super Aspekt zur Schützesonne und auch noch im fünften Haus der Lebensfreude und Kreativität. Also Schützen, die kreativ tätig sind, sei es als Musiker oder auch Schützen, die sportlich sich engagieren, die haben eine super Zeit und es ist auch eine ganz tolle Zeit für guten Sex. Und jetzt, wo der Frühling kommt und die Schützen es auch sowieso gerne in der freien Natur tun, das wird euch natürlich ganz besonders gefallen, dass sich jetzt wieder Gelegenheiten ergeben, an allen möglichen schönen Orten Liebe zu machen. Ja, und diesen Aspekt spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 13. und 19. Dezember Geburtstag haben. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die immer noch mit Saturn zu tun haben. Saturn steht jetzt hier in den letzten Schützegraden in der dritten Dekade. Das Thema kennt ihr ja schon zur Genüge. Verpflichtungen, Verantwortung, ihr fühlt euch gebunden, ihr fühlt euch eingebunden und eingespannt, man trägt alle möglichen Dinge an euch heran, die ihr erledigen sollt, ihr fühlt euch dadurch vielleicht unfrei und das betrifft besonders diejenigen, die zwischen dem 17. und 21. Dezember Geburtstag haben. Denkt bitte dran, auch andere Planeten können in eurem Horoskop noch im Schützen stehen und auch diese Aspekte empfangen, vor allen Dingen eben auch von Saturn, der steht vielleicht auch bei einigen Schützen gerade auf der Venus und dann spüren die das natürlich auch noch mal ganz besonders, auch wenn sie vielleicht an einem anderen Tag Geburtstag haben. Das könnte ich dann in einer persönlichen Beratung feststellen. Kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen und gehen wir mal durch den Monat durch. Beginnend mit dem themenvorgebenden Neumond und der fällt bei euch ins fünfte Haus, natürlich eine sehr gute Nachricht. Also neue heiße Affären beginnen, könnte das bedeuten, einen Neuanfang durch interessante und neue Experimente beim Sex, also auch in bestehenden Beziehungen kann man da wunderbar frischen Wind reinbringen und überlegt euch doch schon mal bei dem Neumond, wie ihr denn jetzt in den nächsten 4 Wochen die Frühlingsgefühle genießen wollt. Dann zum Start in den Monat. Am 1. stehen weiterhin die Sonne bei euch im fünften Haus der Lebensfreude. Uranus bleibt da natürlich stehen. Und die Venus ist aber rückläufig, ist immer noch drin, bewegt sich aber langsam raus aus dem fünften Haus und geht dann am 3. in das vierte Haus zurück und bildet dann von da aus ein Quadrat zu eurer Sonne, also das betrifft die letzten Schützegrade in der dritten Dekade. Die empfangen ein Quadrat von der Venus auf ihren Saturn und sind da vielleicht auch nochmal in Liebesangelegenheiten von Enttäuschungen betroffen. Da kommen wir aber gleich zu, wenn sich diese Konstellation dann so zuspitzt. Ja. Dann haben wir ja den Mars im Stier, der steht bei euch im Haus des Jobs und der Arbeit. Das heißt, da könnt ihr ganz gut vorankommen, aber es könnten sich eventuell auch Konflikte ergeben. Hier habt ihr eine gute Verbindung zum Geldhaus. Das heißt, ihr könnt da was erreichen, was euch auch Geld bringt. Aber hier ist eben dieses Konfliktpotenzial, vielleicht Übertreibungen, oder eben, dass ihr dann trotzdem diese finanziellen Aspekte im Freundeskreis oder auch mit eurem Partner noch diskutieren müsst. Genau. Ach ja, dann hatte ich am 1. schon gleich einen Top-Tag für euch gefunden. Da steht der Mond in den Zwillingen, das ist ein schöner Tag. Und die Venus halt hier noch bei euch in 5. Das ist ein schöner Tag, um auszugehen, neue Leute zu treffen und Spaß zu haben. Und dann haben wir am Mittwoch, den 5., auch nochmal einen Top-Tag für euch. Wenn der Mond im Löwen steht, bildet er einen sehr schönen Aspekt zur Schützesonne und auch hier zur Lilith wäre also auch nochmal ein Tag, um über das Thema Aktivierung der inneren Göttin oder Begegnung mit einer Göttin nachzudenken oder das vielleicht auch zu erleben. Dann, ach ja, muss ich nochmal über das Venus-Quadrat reden. Die Venus geht ja dann in euer Haus der Familie und kann also von daher eventuell auch da einerseits einen liebevollen Umgang reinbringen, aber andererseits eben auch zu Schwierigkeiten führen, weil es darum geht, wer gibt wem genug. Ne, das kann ja, Schützen sind ja immer gern unterwegs und vielleicht gibt es Leute in eurer Familie, die finden, dass ihr nicht genug Zeit für sie habt. Das könnte da zum Beispiel passieren. Und das spitzt sich dann eben im Laufe des Monats noch weiter zu, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja. Dann ab dem 7. bis 14. haben wir dann eben diese Zuspitzung der Geschichte mit den Geldthemen, Jupiter, Pluto oder eben auch der Einmischung durch Freunde. Schaut euch doch dazu auch bitte nochmal die kosmische Schwingung an, da habe ich das nochmal genau geschildert. Es kommt eben da wirklich drauf an, mit wem man jetzt zusammenhält.
Theoretisch ist auch möglich, dass ihr diejenigen seid, die laut die Klappe aufmachen und dadurch bei anderen in Beziehungen etwas Unruhe stiften. Da wäre vielleicht ein bisschen Zurückhaltung angebracht. Im schlimmsten Falle, weil das ja hier auch bei euch das fünfte Haus betrifft, also das Haus der Affären und hier das Haus der Freunde, kann es eben auch passieren, dass ihr im Freundeskreis eine Affäre anfangt und dadurch für große Aufregung sorgt. Ihr müsst einfach bedenken, dass es in diesem Monat besonders heikel ist, unbedacht solche Sachen anzufangen. Also es gibt andere Zeiten, da kommt man leichter damit davon, aber in diesem Monat seid ihr doch gefordert, da mit viel Bewusstsein und vielleicht auch mit etwas mehr Ruhe ranzugehen und euch wirklich zu überlegen, was eure Handlungen für Konsequenzen haben können. Ja? Zumal eben wirklich auch hier mit dem Pluto so Geheimnisse, die ihr da habt, ans Licht kommen können. Das ist also wirklich ein Problem. Und dann so ab dem 15., wenn die Venus hier stationär wird im Zeichen Fische, da habt ihr eben dieses Quadrat, was bedeutet, dass ihr vielleicht in der Familie Verantwortung übernehmen müsst, eventuell sogar durch einen Krankheitsfall. Und dann solltet ihr das auch tun. Ja, wenn es wirklich ansteht, dass ihr gebraucht werdet, dann müsst ihr eben mal euer Vergnügen hintanstellen und da reinspringen. Und das ist auch eine Phase, die ein bisschen länger dauert. Das kann auch Enttäuschungen in der Liebe natürlich bedeuten. Mit Saturn geht es immer darum, und mit Saturn und Venus, da geht es immer darum, dass einer das Gefühl hat, er bekommt nicht genug. Ne? Und das ist in dem Fall wahrscheinlich der Partner, also der andere bei euch, weil ihr seid ja hier Saturn. Saturn steht im Schützen, also ihr seid vielleicht derjenige, der dem anderen nicht genug gibt und von dem sich der andere vernachlässigt fühlt. Schaut euch das mal an, ob es in der Familie nun ist oder in der Partnerschaft. Es wär schade drum, wenn darüber irgendwelche Beziehungen einen ernsthaften Schaden nehmen würden. Der Vollmond selber, müssen wir nochmal eben zurückgehen, am 11. ist schon super für euch. Also wenn ihr ungebunden seid, keine Verpflichtungen habt und alles easy ist, dann habt ihr es am besten. Dann könnt ihr das genießen. Aber auch dann kann es sein, dass vielleicht irgendwelche Finanzprobleme auffliegen. Aber ansonsten könnt ihr diesen Tag auf jeden Fall genießen. Die Festgebundenen müssen aber wirklich in Tuchfühlung mit ihrem Herzallerliebsten bleiben, damit da keine Missverständnisse aufkommen können. Bei der Familiengeschichte, wie gesagt, bitte weiterhin Ruhe bewahren, denn das zieht sich noch hin bis zum 20.21. Und derweil geht dann die Sonne am 19. abends ins Zeichen Stier und damit auch in euer Jobhaus. Und kurze Zeit darauf geht der Merkur, der dann rückläufig ist, wieder zurück ins Zeichen Widder. Der Merkur wird übrigens am 10. rückläufig bei euch im Jobhaus. Das kann übrigens auch Missverständnisse mit Kollegen mit sich bringen. Ja, am 20. habe ich dann noch einen Top-Tag für euch gefunden, was jetzt eure persönlichen Konstellationen angeht. Da haben wir nämlich eine gute Stellung vom Mond, die Aussprache mit Freunden begünstigt. Also wenn es da ein Problem wirklich gegeben hat, dann könntet ihr an dem Tag da mal drüber sprechen mit denjenigen. Aber ihr müsst natürlich bei rückläufigem Merkur darauf achten, dass man euch nicht missversteht. Am 21. diese neue Energie, die dann entsteht, die ist für euch besonders interessant, denn der Mars geht dann ins Zeichen Zwillinge und damit für die Schützen ins Oppositionszeichen, also ins Partnerhaus und bringt viel Spannung, viel Begegnungsenergie rein für Schütze Frauen, vielleicht knackige, lustige Verehrer hier. Mars im Partnerhaus sind jüngere Männer im Zwilling, mit denen man sich auch gut amüsieren kann. Da beginnt dann auch eine Phase, wo Internet oder App-Flirts unter besonders guten Sternen stehen, damit Mars im Zwilling. Und die ganze Energie wird euch gefallen, weil die wird dann ein bisschen leichter und luftiger. Klar kann man auch vielleicht Streitereien erleben, vor allen Dingen für die erste Dekade. Klar, ne, das macht einen auch ein bisschen reizbar hier mit Mars. Aber es bringt halt auch eine gute leidenschaftliche Energie rein. Dann haben wir am 24. hatte ich noch einen Top-Tag für euch. Und zwar ist das eine tolle Zeit für die kreativen Schützen. Da aktiviert hier der Mond diese ganze Kreativenergie bei euch oder auch die sexuelle Energie, je nachdem, wie ihr da Lust habt. Und am 26. ist ja dann der nächste Neumond und der sieht dann für euch das Thema Arbeitsalltag und Gesundheit vor. Also denkt dann doch mal drüber nach, ob ihr vielleicht im Mai da was für euch tun wollt,
oder was ihr vielleicht für euch tun wollt, entweder für eure Gesundheit, Fitness, so kurmäßig oder Wellness oder sich wohlfühlen oder vielleicht eben auch, wenn am Arbeitsplatz neue Sachen anstehen. Das wäre mal so eine Meditation dann für den neuen Neumond am 26. Und am 28. geht dann die Venus wieder zurück ins Zeichen Widder und damit wieder in euer fünftes Haus und aktiviert dann für die nächsten Wochen dort eure Liebes- und Sexpower. Das ist bestimmt eine sehr gute Nachricht, gleichzeitig eben Mars in den Zwillingen. Der 28. ist auch ein ganz heißer Tag für euch, weil hier der Mond dann hier diese Spannung zwischen Mars und Lilith erhöht. Das ist eine ganz tolle, ist eigentlich auch ein Top-Tag für euch. Denn da könnt ihr vielleicht jemanden ganz, ganz Spannenden begegnen. Natürlich kann es auch eine Auseinandersetzung sein. Ja, also hier, das wäre auch typisch für so eine Konstellation, wo es vielleicht ein Gerangel von zwei Frauen um den gleichen Mann gibt. Es ist schon ein spannender Tag, nicht ganz einfach, also nicht ganz harmonisch, aber mit Sicherheit sehr, sehr aufregend für euch. Und dann zum Tanz in den Mai geht der Mond dann in den Krebs und damit bei euch in das Haus der festen Partnerschaft, der verlässlichen Bindung. Also alle diejenigen, die in einer lang bestehenden Beziehung sind, die sollten dann zu Tanz im Mai ihrem festen Partner besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Sucht euch doch was Schönes, wo ihr da zu zweit hin ausgehen könnt. Ja, meine lieben Schützengeborenen, soweit eure Konstellationen im April. Also aufregend und flirtmäßig halten sie so schon sehr viel bereit, aber ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nicht in diverse bereitliegende Fettnäpfchen tretet, wie es eben den wilden Schützen manchmal gerne so passiert, vor allen Dingen auch mit Lilith im Schützen. Am 24. März habe ich wieder Antonias Sterne als Webinar. Falls ihr da eine Frage zu eurem Horoskop habt, könnt ihr euch da anmelden und mir eure Frage stellen. Das ist eigentlich eine sehr günstige Möglichkeit, da was über euer Horoskop zu erfahren und weitere Termine in meiner Akademie, über meine Astrologiekurse würdet ihr dann auch dort auf meiner Webseite erfahren. Und jetzt zur Verlosung. Auch diesen Monat verlose ich wieder was Schönes für euch, nämlich ein schriftliches Partnerhoroskop. Also für euch und euren Herzallerliebsten. Das kriegt ihr dann als PDF zugeschickt. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann werdet doch bitte Abonnent, abonniert meinen Kanal. Und schreibt mir außerdem einen schönen Kommentar, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Wenn ihr eine persönliche Beratung wollt, empfehle ich euch den Besuch auf meiner Webseite. Da steht alles über meine verschiedenen Beratungsangebote, wie es funktioniert. Und ihr könnt die Beratung dort auch direkt buchen, wenn ihr wollt. Das habe ich jetzt ganz neu und schick eingerichtet. Ja, zum Schluss gibt es noch Tipps für die nächsten Sternzeichen-Videos und damit verabschiede ich mich für dieses Mal von euch und hoffe, wir sehen uns im nächsten Monat, im Wonnemonat Mai wieder und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.